den TSV Primo eingeladen, Titel geordnet und haben uns im August 2015 selbstständig gemacht, einen eigenen Verein gegründet. Ja, das ist glaube ich bis jetzt ganz gut. Aikido Dojo Fleming. Habe ich das richtig gesagt? Das Aikido Dojo Fleming. Gut, und jetzt ist es gut. Danke. Ja, unser Verein hat sich, wie gesagt, vor 3 Jahren auf eigene Beine gestellt. Zunächst mit 7 Mitgliedern gestartet. Sind wir heute bei 44 Mitgliedern angekommen. Davon die Hälfte Kinder, 20, 23 Kinder. Ja, und unsere Kinder haben wir nicht vergessen, die holen wir gleich rein. Wir wollen uns schnell nach Pitch die Matte aufbauen. Ja, ich bin der Trainer dieses Vereins, demnach darf ich das kommentieren, was jetzt hier heute gezeigt wird, beziehungsweise zu sehen ist. Aikido ist eine relativ junge Kampfkunst, keine Kampfsportart, weil es eigentlich keine eigenen Angriffe unsererseits gibt. Aikido beschränkt sich ausschließlich darauf, den Angriff umzulenken, diesen auszuweichen, und anschließend mit Hebeln oder Würfen, von denen wir heute hoffentlich ein paar sehen, zu beenden. Der Aikidoka selbst übt keine Schläge, Tritte oder ähnliches. Zu Beginn werden wir unsere Kinder sehen mit einer Fallschule, beziehungsweise überhaupt wird zuerst das Fallen gelernt, sodass man sich im Training nicht verletzt. Wir sehen zunächst rückwärts, wenn ich mich nicht irre. Ja, sehr schön. Bei der Rückwärtsrolle soll im besten Fall der Kopf nicht auf der Matte aufkommen. Der ist wichtig, nebst Genick und zu schützen. Und das klappt ja auch schon ganz gut. Und zurück geht es dann vorwärts. Falls man gestoßen wird vom Angreifer oder selbst ins Straucheln kommt, muss man sich ja auch durch eine Vorwärtsrolle retten können. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, wenn die Erwachsenen das mal selber zu Hause üben wollen. Es gehört schon eine gewisse Überwindung dazu, sich von seiner eigenen Körperhöhe loszustützen. Genau, das ist schon wesentlich schwieriger. Da muss man sich schon ein wenig trauen. Und wieder zurück. Zum Schluss des Kinderteils zeigt uns der Pascal jetzt nochmal die Rolle, so wie sie dann später auch frei funktionieren soll, ohne jedwede Angst vor Fall.
Nun sind unsere Erwachsenen dran, etwas zu zeigen. Zuerst sehen wir eine Stockkatter, also eine vorgefertigte Form, ein vorgefertigter Ablauf von Stockvarietechniken. Das dient in aller Regel dazu, wenn man jetzt vielleicht als Nicht-Kampfsportler mit nicht viel anfangen kann, dazu den Umgang mit dem Stock zu verbessern, sich an vorgegebenen Abläufe und Prinzipien zu erinnern und diese auch zu festigen. Grundsätzlich werden im Aikido neben dem Stock auch Schwert- und Messertechniken gelernt. Man muss ja zunächst erstmal mit sich und der Waffe der jeweiligen im Einklang sein, beziehungsweise überhaupt verkommen, um sie dann letztendlich auch anwenden zu können, beziehungsweise Angreifer, die halt mit diesen Waffen angreifen, entwaffnen zu können. Jede der gezeigten Techniken wird zunächst zweimal in ihrer direkten Form gezeigt und sodann zweimal in ihrer indirekten. Auch diese Prinzipien sind im Prinzip ein. Als Erwachsener dienstags von 18.30 bis 20 Uhr, donnerstags zur gleichen Zeit und sogar sonntags von 17 bis 19 für die ganz. Jetzt kommt zum Beispiel ein Hüftwurf, den es in dieser Form im Judo, Hapkido und sicherlich auch noch anderen Kampfsportarten gibt. Unser Dojo, so wird ja der Übungsraum der Kampfkünste genannt. Unser Dojo befindet sich in Kostig, im Ortsteil Dünen. Und da ist zu den genannten Trainingszeiten, ist es möglich, Aikido zu üben.
zum Abschluss seitens der Thomas bei fortgeschrittenen Aikido-Übungen namentlich ein Darnträger, was man an dem schönen schwarzen Rosenbord erkennt, noch die Anwendung des Stocks an ein paar ausgewählten Techniken. Vielen Dank. Wir danken fürs Zuschauen und hoffen, den einen oder anderen vielleicht bei uns als Interessent und Gast auf der Matte begrüßen zu dürfen. Dankeschön, Alex. Alles okay. Schön. Wir schauen jetzt wieder alle gespannt in diese Richtung. Und natürlich da drüben. Ja, kann das sein?